Nö. Ich möchte aber hier hin. Nebenquests sind nun mal wichtiger. Wenn wir dem Endboss begegnen, möchte ich mindestens 70 Level über ihm sein. Sorry, bin ich ans Mikro gekommen? Mindestens 70. Jetzt das hier einlagern. Zack. Was sagt denn Dingens? Oh, das ist gar nicht so weit weg. Können wir uns auch vorher noch die Items da abholen, die hier jemand verloren hat. Da nämlich. Aha. Guten Tag. Oh. Es ist nicht Nacht. Hey, forgot. Ja, warte, wir können nochmal hin teleportieren. Yes. So. Ich möchte bitte, dass es Nacht ist. Warte, wir gehen nochmal kurz hier hin. Weil wir haben wieder neue Fundsachen gefunden. Yes. So, dann Mission nachts, okay. Nacht und Abend ist ja ein Unterschied hier. Da muss ich ja immer drauf aufpassen. Es regnet. Untersuchen wir mal. Ein rotes Irrlicht? Es ist ein Pannenflamm. Wow. Das Arme. Weil du willst campen? Süß. Los, die Glover! Was Level ist es? Level 12. Wow. Aber Zeit für einen Walzer, ne? Los, die Lava, Walzer! Fange einen Panflam und zeige es ein Tamera. Kann ich nochmal untersuchen? Nochmal ein neues Panflam? Oh ja, Tatsache. Kann ich das irgendwie skippen? Nee, ne? Schade. Aber ich würde auch gerne so nochmal ein Panflam fangen, um ehrlich zu sein. Das wäre nicht so das unseltenste Pokémon. Ich habe auch schon den perfekten Ball für dich, Panflam. Nämlich einen schönen Zentnerball. Jung. Mann, da drin. Wirklich Sternschauer? Ach. Na, Superball. Let's go, Superball. Nice. Alle guten Dinge sind. Zwei. Zeige mal raus, Panflam. Ah, jetzt kann ich auch nicht mehr untersuchen. Okay. Aber wir haben hier tatsächlich noch ein anderes Quest. Warte. Weil wo kann man denn noch sortieren? Nach Nummer offene. Nach Nummer offene. Wow. Ich wünschte, man könnte auch nach Gebiet machen. Das wäre auch ganz cool. Kinoso. Oh, fange das seltene Ponita auf dem Hufeisen-Dingens in Grasland. Yes. Wohin müssen wir? Uiuiui, das ist aber weit weg. Wir von hier aus. Let's go.
So, wohin müssen wir? Dahin. So, oh, ich glaube, mit dem NPC haben wir noch gar nicht geredet. Oder? Doch, haben wir. Oh, jetzt hat man das seltene Ponita. Wait, ist das fucking... Ist das ein shiny Ponita? Oh mein Gott. Du hattest eine seltene Ponita. Es ist fucking einfach shiny. Bitte, 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 bitte bleib drin, bitte bleib drin. Nuts. Du seltene Ponita gefangen, erstatte Jago-Bericht. Oh mein Gott. Aber es fühlt sich so schlecht an, dass das ein Shiny ist, was halt zu 100% Shiny ist. Das fühlt sich halt immer ein bisschen schlechter an, als ein richtiges Shiny zu finden. Ich sehe hier übrigens was. Bitte komm mir da hoch. Wirklich? Ah doch, komm mal. Komm mal, oder? Jawohl. Sehr schön. Erstmal den Brocken und dann die Flamme. Sehr schön. Noch 19 Geisterlichter. Uiuiui. Was haben wir denn noch? Hm? Ja. Oh wait, ich wusste gar nicht, dass man so ranzoomen kann. Kann ich wieder wegzoomen? So. Ich kann so. Ah, jetzt war noch mehr wegzoomen. Ich wollte aber gucken, was haben wir denn noch für Quests hier? Panflammen, sammle die Geistlichter. Munterreis. Hippopotas, Boden, vom Sanitätsdruck, das Boden mit den drei Blättern. Okay, ich glaube, dann sind wir hier nämlich auch schon wieder fertig. Ich möchte noch einmal kurz gucken, ob wir zu Axanto inzwischen wieder können. Einfach, ob der vielleicht was für uns hat. Hallo, Axanto. Nee. Nee, ich glaube, Axanto will immer noch nicht. Oh, ein großes Sichler. Ja, 42. Uiuiui, okay. 42 ist dann doch noch ein bisschen zu viel. Dann. Ab zurück. Ab zurück, ab zurück. Ja, komm. Wait, da ist jetzt auch. Das ist wirklich ein Shiny. Holy, okay. Ja, mach hin, komm. Ja. Ins Dorf zurück, bitte. Ja. Ich möchte nämlich zwei Nebenquests abgeben. Einmal das Ponita und einmal das Panflam. Richtig, richtig. Direkt schön schnell reisen hin. Gucken auch mal ganz kurz nach unserer Beute. Oh, schade, immer noch nicht. Da sehe ich eine Flamme. Die lasse ich mir auch nicht angehen. Buh, 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 buh.
Fünf Geisterlichter haben wir noch in der normalen Stadt. Da hinten sehe ich noch eins, aber da gehe ich jetzt nicht extra für hin. Obwohl, vielleicht schon. Aber gehen wir erstmal das Quest ab hier. Du hast einen seltenen Ponyta wirklich gefangen? Der Forschungshof hat es echt in sich. Ganz nebenbei, ein Freund von mir, der aus Gala stammt, war beim Anblick der Ponyta auf dem Feld ganz überrascht, dass sie feurige Mähnen haben. Ich hatte damals keine Ahnung, wovon er spricht. Aber wenn es Ponyta mit blauen Flammen gibt, dann wundert es mich auch nicht mehr, falls es nur andere geben sollte. Und damit meine ich nicht nur Ponyta. Ich frage mich, wie viele weitere Pokémon es gibt, die ebenfalls eine andere Farbe aufweisen. Ich hoffe, der Forschungstrupp wird diesem Phänomen auf die Spur kommen. Nice. Fünf Himibären. Das hat schon gelohnt. Okay, wir holen uns doch die Flamme, die da rumhängt. Wäre Verschwendung, da jetzt nicht hinzugehen. Vier weitere Geisterlichter. So, nächstes Nebenquest, was wir hier noch haben, ist. So, Hauptmission, Nebenmission. Das hier. Dafür müssen wir. Gehen wir mal hier hin. Dann gehen wir noch an der Frau vorbei, die die Lichter ja sammelt. Boah, hole ich mir noch ein Licht, was 100% hier ist. Ich hätte doch wetten können, dass hier was ist. Was? Das ist voll der gute Versteckungsort für so eine Flamme. Aber das sieht das Spiel wohl nicht so. Sollen wir das Shiny Ponyta mitnehmen? Ich meine, ich kann mit dem Shiny Ponyta halt schon flexen, ne? Oder hat er es genommen? Jetzt haben wir nicht. Er hat es genommen. Ne, er hat es nicht genommen, okay. Du kommst in Weide 8 ganz unten hin. Vier Geisterlichter. Ja. Okay. Alle fünf Geisterlichter bekommen wir irgendwas von der dann anscheinend. Okay. Und hast du das rote Öllicht gefangen? Zeigst du es mir? Jein. Ich habe das Ding gefangen, was du dachtest, was das wäre. Hier. Es ist kein rotes Irrlicht. Es ist ein Panflamm. Ja, das ist es. Das ist das rote Irrlicht, das ich gesehen habe. Dahinter steckt also lediglich ein Pokémon? Irgendwie enttäuschend. Aber du hast es wirklich für mich gefangen. Ihr vom Vorsprungstrupp scheint einiges auf dem Kasten zu haben. Aber was erzähle ich jetzt, Arik? Ach ja. Ist das ein Licht? Oh, hilf mir, Tamira! Das Rätsel des roten Irrlichts. Zwei EP-Bonbons, sehr, sehr schön. Und Hallihallöchen, Krogo. Wie geht's, wie steht's, mein Bruder? Gib mir mal die beiden EP-Bonbons. Die kriegen. Beides mal die Aquana. Komm, Aquana und Aquana. Sehr schön. Eine Attacke gemeistert. Sehr gut. Neue Nebenquests? Nope. Das heißt, wir gehen jetzt ins neue Gebiet. Dip, 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 dip. Übrigens, ich habe mein erstes Shiny jetzt, Kroko. Aber es ist leider kein seltenes Shiny. Es ist das Ponyta, was es von der Quest gibt, was einfach shiny ist. Ich kann ja mal hier zeigen. Da ganz unten. Das war von der Quest. Das kriegt man immer zu 100%. Deswegen, naja, ne? Ist es nicht so besonders. So. Ja. Und dann gehen wir bitte in das rote Sumpfland. Yes. Das goldene Krokodil? Was? Wie? Wann? Rotes Sumpfland. Ich sehe nicht viel rot, aber es sieht aus wie ein Sumpfland, ja. Das ist dieses rote Sumpfland. Hier gibt es unter anderem Pokémon, die Gift einsetzen.
Ich habe von deiner Mission bereits gehört. Zu den Ruinen des Trostes geht es da entlang. Riecht nach Regis. Aber es riecht immer nach Regis, wenn man Ruinen sagt. Niemand weiß, wann und wo Verzerrungen des Raum-Zeitgefüges auftreten. Ich werde zunächst einmal im Sumpfland danach Ausschau halten. Es wäre schön, wenn man sie einfach auf der Karte sehen könnte. Verzerrungen des Raum-Zeitgefüges sind gefährliche Orte, an denen mächtige Pokémon lauern. Wenn du aber mutig genug bist, sie zu betreten, kannst du dort auf seltene Pokémon oder Items stoßen. Dann widmet euch mal voll und ganz der Pokémon-Forschung, ihr zwei. Aber passt auf, dass ihr euch nicht übernehmt. Falls euch die wilden Pokémon zu stark sind, sucht vielleicht mal den Übungsplatz auf. Dort kann Belila dafür sorgen, dass eure Pokémon starke Attacken lernen.